Was ist es? Ist es Musiktheater? Vielleicht. Ist es Musical? Nee. Ist es klassisch? Nee. Es ist ganz vieles und ich kann es eigentlich nicht erklären. Man muss kommen und gucken. Wir sind eine ganze Woche im Schloss Britz zu Gast und da ist eine Gruppe von deutschen Schülern, 85 dieses Jahr. Die sind von der Walter-Gropius-Schule, das ist eine normale Schule, sagen wir mal. Und in Holland ist eine eher unnormale Schule, wo wir 30 Schüler von haben, weil es eine Kunstschule ist. Und davon sind 20 Tänzer und 10 Musiker hier. Und die Idee ist, dass sie einander begeistern und die Gleichaltrigen einander anstecken quasi. Von den Holländern zu den Deutschen ist das dann Anstecken mit Musik und Tanzgefühl. Und andersrum sollen die deutschen Schüler das Neuköllner Gefühl rüberbringen, dass die Holländer auch mal sehen, wie es in Neukölln ist. Das ist die Idee. Und wir arbeiten jeden Tag, von morgens 9 bis mittags 5. Lange Tage sind es, wo man versucht, Lieder einzustudieren im Gesang, Tänze einzustudieren und noch Stücke, wo alle dran beteiligt sind. Und so verbessert sich das jeden Tag ein bisschen, bis die große Premiere am Freitagabend ist. Ja, mit Wissenschaft drin machen wir es noch komplizierter. Das ist ein persönliches Ding. Ich mag es, um Wissenschaft irgendwie so zu übertragen, dass die Leute, die nicht in Wissenschaft interessiert sind, das doch schön finden. Und ich bin selbst fasziniert von Fibonacci-Zahlen oder dieses Jahr von der Bienen und von Spannung oder so. Ich habe selbst, finde ich, immer Themen, die mir sehr faszinieren und da finde ich es eine Herausforderung, um das in Musik umzuwandeln. Nu ik ook steeds, ik heb het nou heel de week zit ik diezelfde liedjes te spelen en toch blijf ik dingen denken van oh, dit heeft dat te maken met bijen. Dus er wordt echt goed over nagedacht. En elk jaar anders natuurlijk. Ene keer hebben we het over Fibonacci, natuurkunde, wetenschap en biologie. En dat vind ik leuk, dat maakt ook interdisciplinair. Dus gewoon jonge mensen, oudere mensen, professionals, amateurs, wetenschap, kunst, allemaal tegelijk. Je zou denken, hoe ga je dat doen? Het kan, je ziet het. Dass alles drin ist bei euch und dass es nur eine Konzentrationssache ist, wenn man richtig sich konzentriert, dann wird es sowas. Also ich bin sehr begeistert. Want René is heel overtuigend en enthousiasmerend, maar een hele leuke persoon om mee te werken. Wat hij nu bedenkt met dat B-voice is eigenlijk gewoon gekkenwerk. Dat kan überhaupt niet, dat bestaat niet wat we hier doen. Maar iedere keer weet hij weer een inspirerend nieuw thema te bedenken, weet hij ons weer te overtuigen, begint hij ons te overstelpen met telefoons en e-mails. En dan denk ik, ah ja, nou goed, doen we weer. En hij is wel een beetje een vriend geworden inmiddels ook. Ik wilde wat maken waar zich wat verandert. Dus het gibt ganz viele Jugendliche, die talent hebben, maar die wissen dat niet. Het fängt schon in de Grundschule an. Man kriegt ein weißes Blatt und einen Bleistift. Und ein Kind malt eine Sonne blau und das Dach vom Haus grün. Und da sagt der Lehrer, nee, die Sonne ist gelb und das Dach soll rot sein. Wahnsinn, warum? Es ist unglaublich. Dann stirbt schon alle Kunst in so jemand. Wir wollen das wieder aufwachen und gucken, ob es Leute gibt, die vielleicht was können, was sie gar nicht wissen. Soms zitten dabei, die können nichts. Die moet je dus noch von Beginn leren dansen. En er zijn dabei, die heel goed kunnen dansen. En dat is zo leuk, hè, met die mensen uit Rotterdam. Dat gaat ook door elkaar. Dus je hebt hier echte amateurdansers met semi-professionals. En dat steekt elkaar ook aan. Maar ook hier onder de Berliner jongeren, daar heb je ook, zijn ook echt wel talenten. Er zijn echt wel mensen die in een week, na 3 dagen, kunnen ze al iets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hallo, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ze zijn hier minder gedreven voor iets. Om, tenminste deze school, omdat ze daar nooit wat mee te maken hebben gehad met deze dans. Het einde van de brug was voor mij nog maar een herausforderung. Het was niet zo, oh mijn god, maar het was zo, ik schaf het. Het was een motivatie op een zijn. Thank you.
dans is sowieso belangrijk, omdat het iets voor je lichaam doet. Je zet processen in. Jongeren zijn vaak dit en ze zijn te dik en ze bewegen niet genoeg. Dus dans laat je bewegen. Maar ook met muziek naar muziek luisteren, iets uitbeelden, samenwerken. Dat doe je met dans, hè? Fysiek samenwerken, vastpakken, liften, samen eenzelfde beweging maken. Dat is goed voor de mens. Die grote schwierigkeit in het project is om die Leute zu überzeugen, dass es was Schönes ist, om mee te maken. Und am Montag will keiner und es gibt immer einen Punkt so im Laufe der Woche, dass alle dann doch wollen und sehen, wie schön das ist. Und umso später dieser Punkt liegt, umso schwieriger ist es, um noch Qualität hinzukriegen. Also das Schwierigste ist, die Jugendlichen so schnell wie möglich zu überzeugen, dass es schön wird, sodass die auch mitmachen. Ich wusste gar nicht, dass unsere Schule so musikalisch was drauf hat. Und am Ende hat sich doch herausgestellt, dass ich was ganz Großes herausstellen kann, wenn man so miteinander arbeitet. Ja, ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist, dass alle Leute, die mit denen arbeiten, sind Profis. Die waren oder sind auf der Bühne. Ich denke, dass wir da wel de ervaring voor hebben, um das zu können tun. Maar het allerbelangrijkste is dat deze kunstzinnige ervaring ook een positieve ervaring is. Dus wij gaan niet zo ver dat we mensen kapot maken, maar wij gaan wel naar de grenzen van wat normaal leven in Neukölln is. Wij proberen die grenzen te verleggen. Van in de kunst kun je ook met fantasie en met creativiteit aan de slag. Neukölln is een geschenk. Also, ik heb het vorher in Wedding erstmal probiert und das ging gar nicht. Jahrelang probiert und nichts ging und so. Und dann kam ich in Neukölln und da ging alles. Und das ist eine tolle Atmosphäre. Hier sind die Leute offen für neue Sachen. Hier gibt es eine tolle Musikschule, wo alles geht. Hier gibt es eine Stadträtin und Bürgermeister, die begeistert sind von Jugendlichen und Kunst. Begin was het nog niet echt één groep, omdat ja, we waren allemaal anders en zo. En wij wisten ook nog niet precies wie zij waren en zij wisten niet wie wij waren. Dus ik denk drie dagen was het gewoon echt heel erg leuk. Ik ben in het begin van de week voornamelijk bij de band geweest, waar ik in zag dat waar ik nog bijna niemand van kende, nu één grote groep is. Van de rest van de mensen komt dat steeds meer samen. Je bent natuurlijk een paar doorlopen aan het doen door de rest van de dag heen. En dat komt wel aardig goed. Ik zie in ieder geval dat de dansers die heel de dag met hun aan het dansen zijn de hele week al, een hele goede band met ze hebben en vooral ook met de door de gastgezinde combinatie. En het samen reizen, het nieuwe stad, dan komt er een band. Ja. Ja, ik vind het vooral heel knap dat ze dat in één week gewoon helemaal voor elkaar krijgen met z'n allen. Mensen die dat nog nooit gedaan hebben. En ik sta altijd gisteravond ook weer bij de première, stond ik me toch verbaasd. Want ze doen wel allemaal weer mee en ze doen het allemaal wel weer even. Dat is best knap en dat is gewoon leuk. En dat vergeet je ook de rest van je leven niet meer. Dus dat is, is leuk. Het leuke is voor Bivoy dat ik er mijn hele ei in kwijt kan. Dat ik gewoon alles kan doen. Want ik doe verder. Ik doe altijd klassieke opleiding, klassiek fluit. Maar ik heb ook heel veel met beentjes gedaan. Veel jazz, wereldmuziek. En het leuke is dat ik dat in de muziek kan ik alles laten terugkomen. Gewoon op de manier dat ik wil en dat ik kan bedenken. En ik kan van overal een klein beetje afhalen. En dat wordt een soort projectje van, ja, dat zijn de dingen die ik weet, die ik mooi vind, die ik ken. En daar maak ik iets mee.
Dus dat is interessant. Ik ben die overtuiging dat het wat eigenartiges moet zijn. En het moet tot de teksten passen. En ik zit daar met Felix, die de teksten schrijft. Ook Schüler uit het eerste jaar, die zo goed teksten dat we hem behalten hebben. We krijgen die idee van de Schüler, daar komen teksten uit. En we zitten samen aan het klavier en dan ontstaat een lied. En dat ontstaat in 5 minuten. Een lied is immer in een paar minuten fertig. Aber dann muss es noch arrangiert und noch passt nicht in den Text und so, das ist viel Arbeit. Aber dadurch passt alles genau zusammen. Da ist ein Schüler, der hat dieses Jahr, Robert, der hat ein Stück geschrieben, ein Gedicht über die Königin Mutter. Und ich habe das gelesen, es war fertig. Wir haben nur 2, 3 Sätze noch umgedreht oder ein bisschen angepasst in den Silben. Und ich hörte sofort die Melodie dazu und dann ist ein Lied da. Das ist doch wunderschön, wenn ein Schüler jetzt hier aus der Neuköllner Schule ein Gedicht schreibt und das wird jetzt von 100 Leuten gesungen und da wird drauf getanzt und arrangiert und so. Das ist, denke ich, für so einen Schüler auch einmalig. Het blijft natuurlijk een theaterproject, dus het moet een beetje theatrale muziek zijn, het moet wat betekenen, het moet niet te vaag zijn. Al had ik daar zelf ook wel erg veel van, af en toe. En ik denk dat dit jaar een leuke combinatie was, dat René al gewoon de liedjes die iedereen mee kan zingen, en die heeft ook echt heel mooi gemaakt en leuke dingen mee gedaan. En ik heb meer een beetje iets kunstzinniger gedaan met de muziek, in de zin van dat ik gewoon wat extremere stijlen heb gepakt. En dat pakt denk ik wel leuk uit. I like sometimes to get out of the basic classical repertoire and then take a fresh air. Let's say classical repertoire, you need to be very concentrated in details and you need to be very strict. Here we have to be also very strict and very careful in every detail, in every note, let's say. But this kind of music gives also room for a lot of freedom, for more creativity spontaneously done. En dat is ook heel interessant. Ik vind hem helemaal te gek. Hele goede gast. En heel professioneel. Voor elk optreden weer. Neemt zijn tijd, neemt zijn rust. Weet alles. Zo was er op de generale. Had hij niet eens bladmuziek. En alles deed hetzelfde. Ik had niet eens door. En hij zat gewoon alles op gevoel. Een hele professionele. Es ist sehr wichtig, dass die Schüler von uns verwöhnt werden und dass sie nichts machen müssen und von uns versorgt werden. Weil ich finde, wenn man die Schüler gut versorgt und als Künstler behandelt, das ist auch, wenn ich irgendwo auftrete, dann ist da immer in der Garderobe was Leckeres und ich kann sagen, ob ich grüne oder blaue M&M's möchte oder so. So geht das. Und die Schüler, für den sollen wir das auch so machen. Dafür sollen die dann sich anstrengen. Das kann man doch miteinander austauschen. Sagen, wir versorgen euch, alles ist prima. Und ihr sollt arbeiten, das ist die Idee. Ich denke, dass die Magie ist von Musik, das Konzept und hart werken mit allen. Focus bleiben, gut rüsten und allemaal für hetzelfde Doel gaan. Und dann komm ich. Ich hoffe, mein Ziel ist, dass dieses Konzept irgendwie verbreitet wird. Das muss ich nicht alles machen, aber dass Leute das Konzept kennen. Und wir haben jetzt eine schöne Vorstellung, kann man überall spielen. Also ich hoffe, das verbreitet sich, aber es ist noch ein Wunsch und wir arbeiten dran und mal gucken, wie weit wir kommen.